jetzt bei Tomodachi Afterlife. Nachdem in den 30 Tagen Diddy und Lena endlich zusammenkamen, trotz des fiesen Pedobärs und wir damit unser Ziel erreichten, wurde es nun Zeit, Diddy einen neuen Look zu verpassen. Oh yeah. Doch danach fanden wir heraus, dass Zero-Suit Samus anscheinend Detective Con McBrien betrügt. Darum denke ich jeden Tag nur an ihn. Dann haben wir noch Pedocat zu einem Kind gemacht. Die ist so mad gruselig. Pedobär stalkt eine Übernachtungsparty. Und ich verkackte die Hochzeit von Bibi und dem Weihnachtsmann. Dann freundete sich Ryan tatsächlich auch noch mit Bibi an. Nun also nur eine Frage. Wird Ryan gleich zwei Beziehungen zerstören und werden Diddy und Lena bald endlich heiraten? Oder kommt ein gewisser jemand doch dazwischen? Finden wir es jetzt heraus! Leute, es ist wieder soweit. Ich mach die Tür zu. Oh mein Gott! Tomodachi Life! Ich gebe zu, es ist ein bisschen her, seit die letzte Folge rausgekommen ist. Aber umso größer ist doch der Hype jetzt auf diese neue Folge, Freunde. Alright, genug geschnackt, wir gehen rein, Leute. Ja! Endlich! Ich sag's euch ehrlich, ich habe eventuell immer wieder aufgenommen und darauf gewartet, dass irgendwann ein Herz kommt. Und der Tag ist endlich gekommen. Sogar bei Apo Red, oder? Ja, hä? So sieht nicht in meinen Augen aus jemand, der verliebt ist. Vor allen Dingen, in wen soll er überhaupt verliebt sein? Okay, bevor wir das abchecken, einmal kurz zum guten Diddy's bei der Arbeit? Das ist ein Fremdwort für mich. Wir schauen mal vorbei. Süßes oder saures? Stimmt, es ist ja Halloween, Leute. Einfach diese Halloween-Verkleidung. Alter! Junge, die King-Krone. 1000 Euro? Komm in die Gruppe. Ich bin leider nicht in der WhatsApp-Gruppe. Ich glaube, das kann ich mir nicht leisten. Oder? Boah, das ist eigentlich voll dumm. Wir könnten das Geld echt für andere Sachen gebrauchen. Wir könnten das Geld spenden. Wir könnten das Geld vielleicht auch den Armen geben. Wir könnten mit dem Geld auch die Weltraumreise finanzieren, was unser großes Endziel ist. Wir könnten mit dem Geld... Ich kaufe zwei. Hört mal, wenn Lena und ich heiraten sollen, dann bitte als König und Königin. Digga, das ist wirklich der größte Scheiß, den ich jemals gesehen habe. Okay, wir verpissen uns. Vielen Dank. Wieder zu viel Geld ausgegeben, einfach weil ich dumm bin. Apropos. Was läuft eigentlich bei Lena und Diddy? Komm her, Bruder! Scheiß auf deine Arbeit! Hä, hat eine Freundschaftsanfrage? Wo warst du die letzten 3 Monate? Eben Bild von mir. Ey, Bro. Sorry, Bro. Ich war beschäftigt. Erstmal, wie versteht er sich mit Lena? Ist noch alles Gucci? Werden wir vielleicht in der nächsten Folge endlich mal heiraten? Das Endziel von Lena und mir erreichen? Oh, shit! Tatsache, oh mein Gott! Warum bist du mit Pedocat befreundet? Was zum Fick ist los mit der Diddy? Also Diddy, was willst du? Erfüllst du den Traum von mir und Lena? Erfüllst du den Traum von der Diddy Gang? Erfüllst du den Traum von Tomodachi Life? Ich würde Lena gern ausführen, aber wohin nur? Okay, alles klar. Ich dachte jetzt kurz, er sagt zu mir, trennen uns oder so, das wäre gar nicht so lustig gewesen. Lass uns scharf nachdenken. Wir wollen schließlich bald heiraten. Und um das so ein bisschen anzuteasern, sollten wir ins Café. Gute Idee. Ich mache mich fertig und breche dann sofort dahin auf. Trust, Freunde. Das ist mega smart. Ein paar Sekunden später. Warum schläft Lena fast ein? Und Diddy auch. Was ist das denn? Ich dachte, ihr wollt heiraten. Digga, die verstehen sich ja doch. Oh, Lena ist wach geworden. Wollt ihr jetzt auch mal reden? Boys! Hallo! Hallo! Da, sie ist wieder wach. Jetzt, das ist der Moment. Fang an mit Diddy zu reden. Gott verdammt. Ich dachte dabei an Baki. Muhammad Ali hat auch die ganze Zeit die Freundin von Baki zum Café ausgeführt. Auch wenn das auch nicht so gut für ihn geendet ist. Egal, wir lassen die beiden mal machen, okay? Wir lassen die beiden mal machen. Wenn die zurück sind, müssen wir unbedingt schauen, was Lena von Diddy hält. Ob da auch wollen heiraten steht oder nicht. Okay, bevor wir das Herz von ApoRed auschecken. Was zum Fick ist bei Zero-Suit und Conan eigentlich los? Conan ist mega pissed. Meine Theorie? Ihr wisst ja, dass sich Ryan so ein bisschen an Vergebene ranmacht. Und ich glaube, Conan hat das gecheckt. Und hat Zero-Suit darauf angesprochen. Und dann kam eine riesige Diskussion zustande. Letztes Mal hat Zero-Suit ja auch fast sich verhaspelt und über Ryan geredet, anstatt über Conan. Darf ich dir ein wenig von vorschwärmen? Also, ich bin auf Connens Seite. Wir gehen abchecken, was er zu sagen hat. Ich bin gerade schlecht gelaunt. Oh, das kann ich mir vorstellen, du arme Sau. Okay, hau raus, Bro. Ich habe mich mit Zero-Suit gestritten. Ich bin so wütend. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Würde meine Freundin plötzlich vor einem anderen Typen fast schwärmen? Vor allen Dingen, Zero-Suit Samus hat einen schlechten Track-Record, okay? Sie hat sich nach einem Tag von ApoRed getrennt und ist am nächsten Tag direkt mit Conan zusammengekommen. Die ist schon so ein bisschen ein Fackel. Vertragt euch trotzdem. Hilf mir lieber erstmal, mich zu beruhigen. Hier, Bro, frisst ein bisschen,
Saltimi Harocha Gabocha Romana. Hater würden sagen, ich hab's falsch ausgesprochen, aber scheiß auf die Hater. Und bist du beruhigt? Ich bin ja immerhin für Harmonie. Vielleicht schafft Conan ja die Beziehung zu retten. Auch wenn er eigentlich was Besseres verdient hätte. Also eigentlich müsste sich ja Zerosuit entschuldigen und nicht Conan, aber naja, jetzt ist es halt so. Was sagt er wohl? Wie würde er sagen? Die Stille. Ich wollte mich noch entschuldigen wegen neulich. Bro, nein, voll der Glaubst Fehler. Glaubst du, mit einem Sorry wäre die Sache vom Tisch? Sie ist so eine miese Ho! Was? Der Arme! Es hat nicht geklappt. Sie ist ja so eine dumme Ho. What the fuck? Das Leben ist doch härter, als ich erwartet hatte. Vor allen Dingen, er sollte sich nicht mal entschuldigen müssen. Oh mein Gott, Frau, Moment. Spaß. Okay, wir gehen zu Zerosuit. Was soll die Scheiße, Zerosuit? Oh mein Gott! Das ist wirklich schlimmer als jede Dramaserie auf Netflix. Außerdem, Ryan, entscheid dich mal. Wollte er nicht letztens noch Bibi klären? Digga, der arme Conan, der hat sowas Besseres verdient. Oh mein Gott. Das reicht mir jetzt. So kann das nicht weitergehen. Das fuckt übertriebenes ab. Wir werden jetzt Ryan zur Rede stellen. Komm her, Ryan. Das Ganze nimmt jetzt ein Ende. Doch bevor wir die Ansage machen, habt ihr mir schon auf Twitch gefolgt? Dort gibt es nämlich auch ab und an Tomodachi Live und einige coole Challenges. Wenn ihr schon dabei seid, lasst gerne jetzt noch ein Abo und die Glocke da. Und jetzt ab zu Ryan. Das Ebenbild von Diddy. So lange nicht gesehen. Komm jetzt nicht so, Ryan. Er glaubt wirklich, wenn er auf dem Netz tut, wäre alles gut. Mit seinen dreckspinken Haaren, Alter. Hör gut zu. Ja, du denkst nur an Scheiße nämlich. So, Freundchen, jetzt hörst du mir gut zu. Hör auf, vergebene Frauen die ganze erklären zu wollen. Noch nie vom Bro-Kodex gehört? Was willst du überhaupt von mir, hä? Ein Urlaub, um Zerosuit besser kennenzulernen. Das wäre toll. Jetzt ist es kein Meme mehr. Er hat wirklich Ziele. Haben wir überhaupt sowas? Wir haben nicht mal einen Reisegutschein. Ist auch besser so. Ich würde nicht mal wollen, dass die beide auf eine Reise gehen. Ich würde es ihnen nicht mal gönnen. Fick dich, Ryan. Wir verpissen uns. Guckt euch diesen räudigen Hurensohn an. Auf einmal Party. Ganze Party. Und wisst ihr, wer nicht eingeladen ist? Ganz genau. Der Arm ist am Heulen. Kleiner Zwischenstopp. Gibt's was Neues bei dem Date von Diddy und Lena? Wow. Die sind endgültig eingeschlafen. Oh Mann, ich gehe, das ist ein Trauerspiel. Apropos Spiel. Pedocat, du Ekelhafte. Goddammit, lass uns spielen. Komm, spiel mit mir. Oh nein, alte Jungfer. Ene mene Mister, es rampelt in der Kiste. Ene mene... Oh, sie hat Schiss. Alter, wir haben sogar gewonnen, was? Das ist das erste Mal, dass wir ein Dreckspiel gewinnen. Such dir einen aus. Leute, it's not about the big of the ocean. It's about the ocean of the wave. Deswegen nehmen wir klein. In der Mitte wäre einfach eine Windel gewesen. Und jetzt will sie auch noch irgendwas von uns. Ich habe gehört, dass Pedobär mit mir befreundet sein will. Warum zum Teufel sollte Pedobär mit ihr befreundet sein wollen? Er hat doch Ashley. Oder hat er irgendwas Böses vor? Böses! Immer wenn sowas passiert ist, hat Pedobär irgendetwas geplant, aber... Wir haben uns wunderbar verstanden und sind jetzt miteinander befreundet. Wir geben Pedobär the benefit of the doubt. Vielleicht möchte er einfach nur mit einem anderen Pedokompan Freundschaft schließen. Vielleicht. Und ich hoffe, ich rede mir das nicht schön. Und warum hänge ich mit Pedocat ab? Und Pedobär hat noch eine Freundschaftsanfrage. Okay, vielleicht plottet er doch irgendetwas. Aber das schauen wir uns erst später an. Wisst ihr was? Ich glaube, es wird Zeit für ApoRed und Liebe. Finden wir heraus, was ApoRed so will. Kannst du mich vielleicht einen Moment in Ruhe lassen? Oh, mein Freund, ich glaube nicht. Wer ist es geworden? Ich weiß, ich kann es mir gerade echt nicht vorstellen. Ich habe mich in Lady D verliebt. Klar, Lady D! Letzte Episode hat er doch noch irgendwas gesagt von wegen Joggen mit Lady D oder so. Einmal die 2 Meter geile Olle mit ApoRed. Das heißt Red. Wow, Red muss unbedingt einen Spruch aufsagen. Ich hoffe, der Spruch funktioniert. Alter, diese 2 Meter Lady. Aber auch schon geil. Yo, Vic hat einen Nebenjob. Bitch, ich fahre einen Barbarwagen. Fahr doch mit mir. Audi R8, voila. Klar, gerne. Let's go! Wie süß er sich freut. Einfach so... Dickes W in Folge 2 von Afterlife. Oh mein Gott. Na, sind die süß. Ich weiß genau, was wir ihm jetzt schenken werden. Let's get it. Oh nein, ich habe schon wieder vergessen, den Titel vom Song zu ändern. Am Mikrofon. Oh yeah, R.E.D. am Mikrofon. Oh shit, let's go. Wie du meine Planete Sau.
Deine Riesenmütze sind so schön groß und laufen drauf an mir. Mein Baby-Vampir. Damn! Doch saug mir nicht an meinem Brustbruder, sondern an meinem Kopf. ApoRed, was hast du gesagt? Dieser Text ist inspiriert von dem einzig wahren Juroli. Was zum Fick? Er ist einfach abgehoben! Also im Sinne von... Ihr versteht, wie ich meine. Lieblicher Text, also wenn das keine lange und innige schöne Beziehung wird, dann weiß ich auch nicht mehr. Okay, bevor wir PDB auschecken, was sind die Nachrichten? Seit kurzem gibt es Probleme mit Katjaki-Streunern in den Vororten. Streunern? Viele Katjaki-Streuner sind sehr niedlich und geben ein prima Haustier ab. Was, Digga? Ich dachte, es geht jetzt so, keine Ahnung, um Nutten am Straßenrand oder so. Aber nein, es sind einfach Katzen. Wenn man den Katjaki-Streunern etwas zu essen gibt, wollen sie nur noch mehr haben. Confirmed, in diesem Spiel Katja Katowicz ein Gold, Digga. Katowicz, lol! Apropos Ashley, Nachrichtensprecherin. Mit wem möchte sich Pedobär jetzt anfreunden? Diddy und Lena möchten sich auch mit irgend... Nein! Oh nein, Digga! Oh nö, ich kann's mir denken. Wobei, warte. Vielleicht sind sie ja auch nicht miteinander verschritten. Ja, okay, wahrscheinlich. Oder beide sind abgefuckt. Ich bin echt sauer im Moment. Digga, das Date lief ja so scheiße. Ich habe mich mit Lena getroffen. Ich bin so wütend. Vertragt euch bitte. Hilf mir lieber erstmal, mich zu beruhigen. Sofort, Bro, du kriegst direkt Trinkschokolade. Wir haben nur noch 2 Stück, die muss jetzt helfen. Diddy, bitte. Wir schaffen das, Bro. Ich weiß, das Date lief scheiße. Ich bin schon viel ruhiger. Ja. Mal sehen, ob wir uns wieder vertragen können. Das wird jetzt. Ist gerade eine schwierige Zeit. God damn it. Diddy, du willst heiraten. Komm schon, du schaffst das. Auf Lock, Bruder. Come on, bitte. Schaffst das. Ich wollte mich noch entschuldigen wegen neulich. Oh Gott. Bitte, Lena, come on. Ach, eigentlich muss ich mich da entschuldigen. Oh Gott, danke. Danke, wir haben uns vertragen. Digga, ihr ahnt nicht. Ich schwöre, ihr ahnt nicht. Ich hatte so Angst. Aber das zeigt doch eigentlich nur, wie stark die Bindung zwischen Lena und Diddy ist. Zero-Suit und Conan, keine Chance zu vertragen, weil Zero-Suit ist eine Hure. Aber Lena und Diddy, das wird was. Nächste Folge werden wir bestimmt heiraten. Es sei denn, Pedobär funkt jetzt dazwischen. Aber mit wem möchte er sich denn überhaupt anfreunden? Oh Gott, was hat er vor, Digga? Was hat er vor? Ich habe wirklich Angst. 3 Monate nicht gesehen, im Bild von Diddy. Am liebsten wäre es gewesen, hätten wir uns nie wieder gesehen. Was willst du, Bruder? Ich möchte mich von Aschlei trennen. Bro, was? Nein, Bruder, das kann jetzt nicht wahr sein. Digga, ich dachte, es wäre vorbei. Oh mein Gott, Ashley, die Arme. Ich schwöre, ich er hat doch... Ich in dieser Beziehung. Wir müssen uns trennen. Dieser Hurensohn, die arme Ashley. Oh mein Gott, er hat doch zu 100.000% gesehen, dass Diddy und Lena sich gestritten haben und denkt sich jetzt, das ist meine Chance. Junge, die arme Ashley ist so fucking traurig. Und Diddy ist schon wieder sauer, was soll das? Und Lena ist im Café. Warum ist Lena überhaupt im Café? Nein! Bro, Pedobär! Und dann guckt er mich auch noch so frech an! Natürlich dann, wenn die Beziehung am schwächsten ist. Das kann nur eines heißen, Freunde. Pedobär ist zurück! Vergesst nicht, Freunde, diesen Sonntag um 13.30 Uhr auf Diddy kommt Tomodachi Life, der Film. Dieser beinhaltet die ersten 3 OG-Teile von Tomodachi Life. Mit ein paar süßen Extras und Easter Eggs. 1,5 Stunden Tomodachi Life, Goodness, verpasst es nicht! Not to be biggest fight.